Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr den Zahirova-Schrein ganz einfach in Zelda Tears of the Kingdom inklusive aller Truhen abschließen könnt. Helft mir, die 100.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal zu knacken. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ihr jeden Schrein in Zelda Tears of the Kingdom finden und freischalten könnt, falls erforderlich. Und wie ihr jeden Schrein zu 100% inklusive aller Truhen abschließen könnt. Machen wir in diesem Video weiter mit dem Zahirova-Schrein. Ihr findet den Schrein in Hebra auf dem Kasula-Berg. Ihr erreicht den Schrein am besten, wenn ihr den Turm am Karuga-Pass verwendet. Lasst euch hier am besten vom Turm in die Luft katapultieren. Und hier seht ihr dann auch schon bereits den Schrein direkt. Ja, vor euch. Hier gleitet ihr dann nur noch bis zum Schrein und habt den Schrein dann bereits ohne Probleme erreicht. Ihr könnt aber auch ohne Probleme, wie ihr hier schon seht, einfach den kompletten Berg bis ganz nach oben laufen. Damit startet der Schrein umsichtig ausweichen. Hier haben wir nun die Aufgabe, den ganzen Lasern auszuweichen. Hier direkt am Anfang ist es gar kein Problem, einfach mit X einmal drüber springen und damit seid ihr dem ersten Laser bereits ausgewichen. Hier beim zweiten ist es ebenfalls einfach, mit X dem ersten ausweichen, dann euren linken Stick reindrücken, um euch zu ducken. Und hier könnt ihr dann unter den anderen Lasern ganz einfach durchlaufen. Hier verwendet ihr dann diese Erhöhung. Und gleitet dann über die restlichen drei Laser. Hier verwendet ihr dann nur noch bei dieser Plattform den Deckensprung, um einmal nach oben zu gelangen. Hier haben wir nun zwei Wege. Einmal hier entlang, das wäre aber bereits das Ende. Wir müssen erstmal hier nach rechts, denn hier haben wir die Truhe. Hier gehen wir erst einmal wieder in die Hocke und laufen unterhalb dieses Lasers hindurch. Denn wie ihr hier schon seht, habt ihr hier die Truhe des Schreins. Um zur Truhe zu gelangen, müsst ihr nun einer dieser Würfel mit eurer Ultrahand schnappen und diesen Laser unterbrechen. Achtet nur darauf, bevor ihr das macht, dass ihr nicht hier auf diesen zwei hellen Plattformen steht, denn es passiert Folgendes, wenn ihr den Laser unterbrecht. Die Plattformen öffnen sich und ihr fallt hier in die Tiefe. Dennoch ist hiermit auch das Tor nun offen und ihr gelangt zur Truhe. In der Truhe findet ihr dann auch schon einmal scharfe Medizin. Die Truhe ist erledigt, das bedeutet, wir können hier wieder das Ganze deaktivieren, das heißt den Würfel einfach vom Laser wegstellen und damit könnt ihr hier auch ganz einfach wieder auf die andere Seite gelangen. So, hier geht es nun weiter. Und zwar haben wir hier das Problem, dass wir hier nun eingesperrt werden und Laser kommen auf uns zu. Das heißt, über den ersten Laser springen wir einfach drüber. Hier werden wir dann wieder eingesperrt. Beim zweiten Laser ducken wir uns einfach und kommen so ganz einfach durch. Und bei der dritten Ebene werden wir wieder eingesperrt. Hier haben wir nun keine Möglichkeit und werden sterben. Nein, natürlich nicht. Ihr nehmt einfach euren Deckensprung und kommt so hier einmal nach oben und damit habt ihr das ganze System ausgetrickst und seid auf der anderen Seite gelandet und damit wäre dieser Schrein ebenfalls komplett abgeschlossen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchem Schrein ich im nächsten Video weitermachen soll. Ihr könnt mir auch einfach die exakten Koordinaten des Schreins in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst eine Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!